Die Fähigkeit des Wassers, sich in Wirbelform selbst zu beschleunigen, nutzte er und entwickelte das Heimkraftwerk. Ein kleines Elektrizitätswerk für den Hausgebrauch, in dem Wasser durch widerhornförmige Rohre abwärts wirbelte und durch den sich entwickelnden Schub einen Generator antrieb, der weit mehr Strom erzeugte als nötig war, um das Wasser wieder nach oben zu befördern. Die Forellenkieme verwandelte sich in die Repulsine, eine Flugscheibe, die sich wie die Forelle im Wasserfall durch die Luft nach oben saugte. Diese Technologien brachten ihn in eine vertrackte Lage. Auf der einen Seite bestand sehr großes Interesse seitens des Militärs an der Nutzung seiner Erfindungen. Auf der anderen Seite war klar, dass diese Erfindungen im zivilen Bereich niemals zur Anwendung kommen durften. Ein funktionierendes Heimkraftwerk hätte die Menschen von Öl und Kohle unabhängig gemacht. Die großen Stoffströme, an denen sich so gut verdienen ließ, wären versiegt. Und so wurde er über die Jahre während und nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Wirtschaft, Wehrmacht und Pentagon zerrieben. Die Rechte an seinen Erfindungen landeten letztendlich bei einem amerikanischen Konzern, der selber war durch Knebelverträge für den Rest seines Lebens mit einem Forschungsverbot belegt.